Wenn Angst krank macht. Wie man Angst vor Menschen überwindet. Wann eine Therapie gegen traumatische Erlebnisse hilft. Was Betroffene und Forscher zu Angstattacken wissen. Und in Swissmade Valium. Der Rheinhafen in Basel. Hier im Güterumschlag arbeitete Roger Kartenbrink. Täglich seit über 20 Jahren mit anderen zusammen. Dabei hatte er ein schier unüberwindbares Hindernis zu bewältigen. Ich konnte nicht unter die Menschen, hatte irgendwie Angst vor vielen Menschen zusammen. War lieber daheim am liebsten, oder? Also ging nicht ohne Alkohol, ging ich nicht raus. Ich traute mich gar nicht raus aus der Wohnung. Da hat mir geholfen, Alkohol, habe ich gemerkt, das hilft mir, unter Menschen zu gehen, einkaufen, arbeiten. Das war schon in der Pubertät sein Rezept. Schon 15, 16 Jahre, am Wochenende habe ich ein Bier getrunken. Da war ich lustiger, offener, konnte besser reden. Dann wurde es immer mehr, am Schluss jetzt jeden Tag, oder? Alkohol ist die verbreitetste Selbsthilfe gegen die Angst. Am zweithäufigsten greift man zu Medikamenten. Das Problem ist ein doppeltes. Also einerseits, wenn man natürlich Alkohol trinkt, statt sich Angst machenden Situationen zu stellen, verlernt man einfach Angst auszuhalten, dass Angst sich abbaut, wenn man sie ausgehalten hat eine Zeit lang. Das ist das eine. Das andere ist, dass der Alkohol selbst natürlich später bei übermäßigem Konsum zu Angst führt. Da kamen die Ängste doch wieder, mit der Zeit kamen sie wieder zurück, trotz Alkohol. Bis ich sagte, jetzt geht es nicht mehr so weiter, mache ich einen Zug. Jetzt bin ich in der Klinik seit ein paar Monaten. Ja. Nach einem physischen Alkoholentzug kümmert er sich in der Klinik Südhang bei Bern um seine soziale Phobie. Das Wichtigste ist, sich wieder der Angst zu stellen. Also wieder ins Leben zurückzukehren quasi, Angst auslösende Situationen auszuhalten und dann zu merken, ich kann das ja eigentlich. Die Angst nimmt ab, also eine Angsttherapie zu machen. Die soziale Phobie ist die häufigste Angsterkrankung. Sie befällt rund 8% der Bevölkerung, Tendenz steigend. Eine soziale Phobie ist eine Angst vor sozialen Situationen, vor Begegnung in der Interaktion mit anderen.